Moin Moin, hier ist der Zap und diesmal gibt es wieder ein kleines Let's Play, das habe ich schon länger nicht gemacht. Und zwar möchte ich mit euch ein bisschen Elder Scrolls Online spielen. Da ist gerade das neue Elsweyr Add-on rausgekommen, eine neue Charakterklasse, den Nekromanten gibt's und allerlei anderen Kram. Und es gibt Drachen. Ich habe früher bis vor ungefähr anderthalb oder zwei Jahren sehr, sehr viel ESO gespielt. Ich glaube, Steam sagt, ich hätte 2300 Stunden oder so in dem Spiel verbracht. Aber seitdem längere Zeit nicht mehr. Deswegen weiß ich zwar eine Menge über das Spiel, aber ich habe auch eine Menge darüber vergessen. Wie man sieht, habe ich hier auch ein paar etwas größere Charaktere schon. Aber für dieses Let's Play machen wir einen ganz neuen Charakter, weil ich den Nekromanten ausprobieren will. So. Ich spiele immer ganz gern Durchsturz, Bündnis und Bretonen, besonders wenn es um Magier geht. Die sind da einfach besonders gut für. Und ich hätte gern den Nekromanten. Ganz neue Klasse, da muss ich auch mal gucken, was der so alles kann oder nicht kann. Mal schauen. So. Hier kann man eine ganze Menge dran rumspielen, andere Hautfarben und allen Kram machen. Ich klicke hier einfach mal so ein bisschen zufällig rum. Vielleicht finde ich einen, der mir gefällt. Wenn die nur nicht so viel Farbe im Gesicht hätten. Den mit roten Haaren vielleicht. Ach, der kann auch seine Haare behalten. Den nehme ich mal. Den nennen wir Zap, aber da ich schon einen Charakter habe, der so heißt, füge ich da nochmal einen Nachnamen hinzu. Und dann geht's los. Wir spielen auch mit Tutorial, weil da gibt's, glaube ich, ein neues. War zumindest bei der Morrowind-Erweiterung so. Ich habe auch schon mal ein ganz klein bisschen reingeschnüffelt. Ganz ruhig, Wanderer. Euch geht es gut. Dies ist Sternhafen, Heim friedlicher Adepten. Dort sind ein Brief und ein Schlüssel zur Tür auf der Kommode. So, ich habe hier ein paar extra Fensterchen hier und da, weil ich ein paar Add-ons installiert habe, die ich noch von früher habe. Die habe ich nur mal geupdatet. Deswegen gab es eben eine kleine Fehlermeldung. So, gucken wir uns hier mal um. Ein Bücherregal. Alles über zwei Klinge, haben wir gelernt. Das lese ich jetzt mal nicht vor. Aber ich könnte das so machen, ich blätter das hier so mal durch. Und wenn irgendjemand wirklich das lesen möchte, dann kann er das Video kurz anhalten. Ein leerer Tisch, Flaggen in der Ecke. Ein Gong, den man aber nicht schlagen kann. Eine leere Truhe. Der Tisch ist leer. Aber hier haben wir einen Brief von Abnur Tarn. Das war eine ziemlich wichtige Figur in der Geschichte von Elder Scrolls. Ich bin Abnur Tarn, Kampfmagier und ehemaliger Berater des Kaisers. Ich suche Verbündete, die sich mir im kaiitischen Heimatland anschließen und dessen Verteidigungsstreitkräfte dabei helfen, der Raserei der Drachen ein Ende zu setzen. Diese grauenhafte Gefahr fegt durch das nördliche Elsweyr, durch die Provinz, die die Khajiit Anekina nennen. Ich habe entschieden, meine Dienste Fürst Garrish Rhee anzubieten, den Sprecher der Mähne und ihrer Heimat, in dieser Zeit großer Not zur Seite zu stehen. Allein werde ich mit dieser Bedrohung nicht fertig. Wenn ihr mit dem Schwert oder Zauber umgehen könnt und euch gegen den ultimativen Feind beweisen möchtet, findet ihr mich in Stromfeste in der Kar-Sapp-Halle. Und nein, das ist kein Scherz, die Drachen sind zurückgekehrt. Abnur Tarn. Dafür, dass ihr einen Drachenangriff überlebt habt, seht ihr gut aus. Die Heiler haben tolle Arbeit geleistet, ja? Gut, wir wurden scheinbar von einem Drachen angegriffen, daran erinnern wir uns aber nicht mehr, aber wir wurden wieder zusammen geflickt. Hier ist der Zimmerschlüssel. Den schnappen wir uns mal. Da quatscht jemand mit uns. Tür auf. Ah, gut, ihr seid wach.
Kommt, lasst uns reden. Samarak freut sich, euch wach zu sehen. Ihr habt viele Tage geschlafen und dieser fürchtete schon das Schlimmste. Doch man überlebt nicht jeden Tag einen Drachenangriff. Ich wurde von einem Drachen angegriffen? Wir beide. Die Karawane, die uns ins nördliche Elsweyer gebracht hatte, wurde von der großen Bestie attackiert. Glücklicherweise wurden die Adepten von Sternhafen Zeugen des Vorfalls und kamen uns zu Hilfe. Sie schafften uns hierher und arbeiteten unermüdlich an unserer Genesung. Gut, aber wer seid ihr? Ein bescheidener Adept, nicht mehr. Dieser wurde vor langer Zeit aus seiner Heimat verbannt, doch er spürte, dass die Zeit für seine Rückkehr gekommen war. Warum wurdet ihr verbannt? Das ist keine Geschichte, die Samarak erzählen möchte. Nicht jetzt. Außerdem möchte der Großadept mit euch reden. Man lässt ihn lieber nicht warten. Okay, dann mach's erstmal gut. Steh halt noch ein bisschen vor der Tür rum. Moment, ich muss hier mal kurz die Optionen ändern. Da, Spiel. Ich hätte nämlich lieber, dass er alles lootet, da immer einsammeln. Das möchte ich haben. Ich kann hier auch rauszoomen und in Third Person spielen, aber meistens finde ich First Person besser. So, jetzt nimmt er nämlich immer gleich alles automatisch aus den Kisten. Mondzucker, ein Bericht. Die Bedrohung der Bandari-Krämer. Ja, hier kann man sehr viel Geschichten lesen. Das möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte ja mal gucken, was dieser neue Nekromant so kann. Und wie die neue Gegend Elsweyer so gestaltet ist. Hier steht ein Khajiit herum, Großadepten Maja Dro. Seid gegrüßt, dieser ist Maja Dro, Großadept von Sternhafen. Er freut sich, euch bei guter Gesundheit zu sehen, Reisender. Es geschieht nicht jeden Tag, dass jemand einen Drachenangriff überlebt. Helle Monde haben euren Weg gesegnet. Ja, hi. Es gab da so einen Brief von Abnutan, der lag da auf dem Tisch. Wisst ihr etwas darüber? Als wir euch fanden, hattet ihr einen Brief bei euch. Er sah wichtig aus, also legten wir ihn dorthin, wo ihr ihn finden würdet. Aber wie fühlt ihr euch, Reisender? Hat der Drache euch dauerhaften Schaden zugefügt? Tja, ich habe zumindest vergessen, dass er das getan hat, aber ich glaube nicht. Lasst uns eure Stärke auf die Probe stellen, ja? Aber dieser ist jetzt ein Großadept. Er unterwies die Krieger von Sternhafen. Leider ist es viele Jahre her, seitdem Maja Dro das letzte Mal mit einem Schüler in den Ring stieg. Gut, ich komme gerade krank aus dem Bett, kann mich an nichts erinnern, aber ihr wollt einen Übungskampf abhalten. Nicht hier natürlich. Das ist keine Kneipenschlägerei. Nehmt ein Übungsschwert und trefft diesen draußen in den Gärten. Auf dass wir uns dort beweisen, wo Jone und Jode uns sehen können. Gut. Nehmt eines unserer Übungsschwerter und trefft diesen im Garten. Wenn ich mich recht erinnere, waren Jone und Jode die beiden Monde. So. Plündern wir hier mal alles, was man hier so mitnehmen darf. Ah, ein Eisendolch. Der war grün, das heißt, der war schon mal ein Stück besser. Hier haben wir dieses Inventory. Hier drüben ist das, was wir anhaben. Wahrscheinlich muss ich ihn jetzt erstmal mit dem Übungsschwert verhauen. Ja,
Hier haben wir Schulterpolster. Das ziehen wir gleich mal an. Gürtel. Mehr haben wir noch nicht. Falsche Richtung. Gott sei Dank gibt es ja immer diese weißen Marken. Kann man sich leichter orientieren. So, dunkel war es, der Mond schien heller, oder die Monde in diesem Fall. Auch wenn ich sie gerade gar nicht sehe. Doch da, da sind sie, die beiden. Jone und Jode. Dann setze ich mich mal kurz hier. Ja, ESO spielt, für die, die es nicht wissen, in derselben Welt wie Morrowind, Oblivion und Skyrim. In Tamriel, so heißt die Welt. Ey, du siehst ja niedlich aus. Hoppelt weg vor mir. Naja, oh, kleine Katze hier im Garten. Guten Tag. Da war einen erstaunlich großen Oberkörper im Vergleich zu den Hinterbeinen. Dafür, dass da so eine große Katze gibt, gibt es ja aber erstaunlich viele kleine Mäuse. Hier wird gebetet. Die machen hier Yoga. Und meditieren ein bisschen. So, erst Schmetterling fangen. Hier ist Monsieur. Die Himmel warnen vor dem Wechsel der Jahreszeiten. Könnt ihr es sehen? Nö, ich sehe da jetzt keinen Jahreszeitenwechsel, aber wenn du das sagst. Dieser fürchtet, dass der Drache, der euch angegriffen hat, erst der Anfang war, Reisender. Dunkle Monde erheben sich an Elsweyers Horizont. Daran hat Maya Droh keinen Zweifel. Doch genug geredet. Wir kamen zusammen, um zu üben, nicht wahr? Ich zweifle ja noch, dass ein Übungskampf wirklich der beste Weg ist, um herauszufinden, ob ich ganz genesen bin. Maya Droh kann sich nichts Besseres denken. Wie zwei göttliche Monde, die in Harmonie miteinander tanzen, sollt ihr das Gleichgewicht eurer Klinge, das Gleichgewicht eurer Seele widerspiegeln lassen. Seid ihr bereit anzufangen? Okay, lass uns tanzen. Fangen wir an! Schlag nach Maya Droh! Schnell jetzt! Ein starker Hieb! Sehr gut! So, es gibt ja, ich gehe glaube ich doch mal lieber. Ah ne, kann ich jetzt nicht wechseln, wollte jetzt die Kameraperspektive wechseln. Gute Arbeit, ihr schlagt gut zu. Ah, jetzt da. Könnt ihr auch parieren. Nun blockt den. So. Schlag diesen. Ein brutaler Treffer. Nochmal und noch einmal. Gibt hier allerlei verschiedene Kampfmoves. Nicht einfach nur klick, klick, klick. Schläge. Doch was, wenn ihr unter Druck geratet? Befreit euch jetzt aus der Falle von diesem. Wappet euch für eine. Hier kommt noch eine Falle. Nochmal, nutzt euren Vorteil mit einem schweren Angriff. Nochmal, unterbindet den Angriff von diesem. Wenn der so rot leuchtet, dann macht er eine Attacke, die man abbrechen kann. Wenn eure Feinde zum Angriff vorstürmen, schlagt zu. Unterbrecht ihren Angriff. Wie gut es sich anfühlt, wieder mit einem Schüler zu trainieren. Komm. Gut, nach all der Zeit weiß ich scheinbar immer noch, wie das mit dem Kämpfen funktioniert. Man kann halt blocken, einfach zuschlagen, ein bisschen gedrückt halten und dann einen schweren Angriff machen. Und dann
die rechte gedrückt hält im Schildmodus und dann die linke dazu drückt, kann man so schubsen. Damit kann man die Konzentration bei längeren Attacken des Gegners abbrechen. Ups. Ey. Ihr müsst den anderen Adepten helfen. Nehmt den Gang durch die Katakomben. Dieser muss Samarak warnen. Gut, er muss Samarak warnen und wir müssen mal kurz leveln. Belohnungen für Stufe 2 sind jetzt verfügbar. Das machen wir. Das Geschenke vom Spiel und wir können außerdem einen Punkt verteilen auf Magika, Leben oder Ausdauer. Da wir ein Nekromant sind, packe ich das jetzt mal auf Magika. Das heißt, wir haben dann mehr Mana und außerdem werden auch unsere Zauber stärker, wenn wir mehr Magika haben. So, eine Fertigkeit können wir auch lernen. Unsere Klasse heißt übrigens nicht Nekromant, sondern Grabesfürst. Der Fürst der Gräber. Dann lernen wir jetzt den Skill Flammenschädel. Und hier sieht man auch so einen Balken. Bei ESO ist das ähnlich wie bei Skyrim. Man wird in den Sachen besser, wenn man die anwendet. Je öfter ich den jetzt halt wirke, diesen Flammenschädelzauber, desto weiter wandert dieser Balken und dann wird der Skill irgendwann auch besser. Mehr Schmetterlinge. Und hier ist der Marker. Wir sollen hier in die Tür gehen. Gucken wir mal rein. Sternhafen, Katakomben. Tada, da sind wir. Da hämmert ein Skelett gegen die Tür. Drückt STRG, um zu schleichen, sagt das Spiel. Können hier noch allerlei Zeug wahrscheinlich einsammeln. Ich gehe mal davon aus, wir sollen das Skelett überraschen. Verdorbene Nahrung liegt da rum, aber hier ist eine essbare Karotte. Wir sind verborgen. Das ist gut. So, drückt linke Maustaste, während ihr verborgen seid, um einen Angriff aus dem Hinterhalt durchzuführen. Nimm das. One Hit. So, jetzt habe ich auch die Zweihänder-Fertigkeit entdeckt. Auch das ist so, wenn man irgendwas benutzt, dann wird man besser damit. Da gibt es halt dann auch für alle Waffenkategorien einzelne Fähigkeiten, die man verbessern kann. Hier ist einmal volle Auswahl an Waffen. Ich bin Magier, ich hätte gern Zauberstab. Bögen und Äxte und sowas ist ja eigentlich eher nichts für Magier. Da! Flammenstab. Flammenstab hört sich gut. Stiefel haben wir auch noch nicht. Schwerter. Ich könnte das jetzt alles mitnehmen, aber wahrscheinlich ist das alles irgendwelcher Schnickschnack. Ich gucke mal gerade. Oh ja, das ist hier Eisenschwert. Das ist ein Dingswert. Pillepalle. Hier haben wir eine Blaupause schon gefunden für einen bretonischen Straßenmast und für einen dunkelelfischen Tisch. Teetisch oder so. Das sind Kraftsachen. Die kann ich mal lernen. Man kann ja später auch ein Haus bekommen und so, und da kann man dann auch Möbel für bauen. Deswegen war das ein Schreinerrezept. Aber erstmal ziehen wir diese Schuhe an und wir nehmen diesen Stab hier. Wenn wir Magier sind, müssen wir natürlich Flammenstab. Oh, da ist auch noch ein Hut. Ein Jutehut. So ein Jutehut. Der sieht ja katzisch aus, aber wir sind hier im Land der Katzen in Elsweyr.
So, jetzt können wir auch mit Feuer schießen. So, und dann kriegen wir die Fertigkeitslinie Zerstörungsstab. Hör auf zu zaubern. Da habe ich ihn unterbrochen. Konnte er nicht fertig zaubern, aber er war dann auch eh tot. Da ist ein Eintopf. Ein Kyras. Ist jetzt nicht die richtige Magierklamotte. Aber da wir gerade nichts Besseres haben, ziehe ich trotzdem mal Eisensachen an. Kriegen wir auch gleich die Fertigkeitslinie für schwere Rüstung. Ein Stück Käse, ein bisschen Geld. Gucken, wo uns diese Katakomben hier hinführen. Die Skelette sind hier keine große Bedrohung. So. Ja, ich brenne. Bin zwar jetzt ein Nekromant, aber das heißt ja nicht, dass alle Nekromanten meine Freunde sind. Wachsernte. Okay. Da habe ich wohl Wachs gefunden. Das ist alles Wachs in meinen Händen. So, da unten gibt es eine Erklärung für Schlösser knacken. Ich hoffe, ich habe einen Dietrich gefunden. Ja. Aufschließen, trivial. So. Ach, sogar das kann ich noch. Zig Monate nicht in diesem Spiel gewesen, aber... Manche Sachen merkt man sich irgendwie einfach unterbewusst. Da ist ein Schild, das können wir nicht gebrauchen. Handschuhe haben wir noch gar nicht. Und da waren nochmal Dietriche in der Kiste. Da ist nochmal ganz viel Zeug. Eine Jacke ist eventuell besser als die schwere Rüstung. Für so einen Magier. Jute-Schulterpolster, die nehme ich mal, und Jute-Handschuhe, so. Weil, wenn ich mich recht erinnere, war das so, dass Stoffsachen besser für die Mana-Regeneration sind. Dementsprechend sollte man als Magier nicht zu viel mit den Eisensachen rumrennen. Geht, wie in Skyrim auch. Man kann auch als Magier in komplett Platte rumlaufen, wenn es sein muss. Aber wenn man viel zaubern will, sollte man das wohl besser nicht machen. Sonst hat man dauernd keine Mana. Aber da gibt es ganz wilde Kombis. Ich habe zum Beispiel mal einen Tank gespielt, also einen Charakter, der dafür da ist, für die Gruppe die Monster an sich zu binden.
Und das war ein Magier-Charakter, der in Platte rumgelaufen ist. Funktioniert. Haltet ein! Die Adepten von Sternhaven sind noch eine Leiche für uns. Da gibt's auch allerlei Videos von hier auf dem Kanal. Ich werde oben rechts auf jeden Fall mal eine Playliste verlinken mit alten Videos von ESO von mir. Die sind allerdings wirklich teilweise grottenalt und manche davon wahrscheinlich auch richtig grottenschlecht, weil ich damals ein extrem schlechtes Mikro hatte oder eine ganze Zeit lang auch völlig ohne Mikro aufgenommen habe. Ich hoffe, da ist das hier ein bisschen interessanter. Adeptin Itzjadi. Guten Tag auch. Nun, es sieht so aus, als hättet ihr euch gut von euren Wunden erholt. Gerade rechtzeitig, um diesen euraxischen Jekosit zurechtzuweisen. Siswo, ist diese dankbar, dass wir euch in diesem Wrack gefunden haben. Gut, ich weiß jetzt nicht, was ein euraxischer Jekosit ist, aber das war wahrscheinlich der Magier, den ich eben umgeschossen habe. So, wisst ihr, warum das Adeptorium angegriffen wird? Die Soldaten meinten, sie würden nach etwas suchen, aber sie gaben uns kaum die Gelegenheit zu einer Antwort, ehe sie auch schon angriffen. Es ist besser, die Flucht anzutreten. Mit diesen Irren kann man einfach nicht reden. Tja, die haben ein Haustier, die haben einen Drachen. Das macht die Flucht etwas schwieriger. Ja, diese hat diese schreckliche Stimme gehört. Wie etwas aus den Geschichten der Mondsänger. Isjadi hatte gehofft, den Drachenhornturm zu erreichen. Aber sie fürchtet, dass wilde Krieger ihr nun den Weg versperren. Ganz zu schweigen davon, dass über uns ein Drache kreist. Was ist denn im Drachenhornturm? Lass mich raten, ein Drachenhorn. Oben auf dem Turm liegt das Drachenhorn. Mit nur einem mächtigen Hornstoß kann man angeblich Drachen zu Boden zwingen. Ist ja dies sich nicht sicher, ob die Legenden wahr sind. Aber das ist unsere beste Hoffnung gegen solch einen brutalen Feind. Wir müssen also nur noch ins Horn stoßen. Es scheint töricht, es nicht zu versuchen. Gut, aufstoßen und ins Horn brechen. Ach nee, andersrum. Ich werde dieses Drachenhorn finden und herausfinden, ob es den Drachen besiegen kann. Dann müsst ihr die Katakomben verlassen und dem Pfad nach Norden folgen. Dort seht ihr einen Turm. Diese kann natürlich nicht versprechen, dass der Plan aufgehen wird. Das Drachenhorn ist sehr alt, sehr zerbrechlich. Aber wir müssen es versuchen, ja? Mögen die Monde mit uns sein. Die werden wahrscheinlich nicht weggehen, die Monde. Erzählt mir doch mal mehr vom Drachenturm, Drachenhornturm. Vor vielen Monden beschützten akkavirische Krieger, die als Drachengarde bekannt waren, dieses Land. Sie waren es, die den Drachenhornturm bauten. Als Geschenk an Sternhafen gegen die Drachen, die damals Elsweyr heimsuchten. Dann half die Drachengarde Elsweyr im Kampf gegen die Drachen? So sagen es die Legenden. Was für eine Schande, dass die Drachengarde nicht mehr über die Sande von Elsweyr wandelt. Wir könnten solche Krieger in diesen schwierigen Zeiten brauchen. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden warten, bis ihr das Drachenhorn geblasen habt. Falls der Drache zu Boden geht, wird das unsere beste Gelegenheit zur Flucht sein. Falls nicht, nun, dann müssen wir schnell sein. Der Großadept und Samarak sollten auch losziehen. Das hört diese gerne. Isjadi fürchtete das Schlimmste. Falls ihr sie wiederseht, dann versucht an der Seite des Großadepten zu bleiben. Er mag beständig wie ein Fels sein. Aber der Zahn der Zeit nagt auch an Felsen. Das ist wohl wahr. Dann leb wohl. Gut, dann müssen wir hier durch die Tür wieder rausgehen. Und dann mal gucken, ob wir den Drachen vom Himmel blasen können.
Der schreit ganz schön laut da draußen. Das mache ich aber in der nächsten Folge. Einfach wieder einschalten, wenn es weitergeht. Gibt es irgendwann die nächsten Tage. Ich werde auf jeden Fall jetzt öfter mal wieder ESO spielen und wer möchte, kann mich dabei begleiten. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, zu irgendwelchen Mods, die ich benutze oder sonst irgendwie Kritik, Vorschläge habt, immer rein in die Kommentare, freue ich mich drüber. Und falls ihr neu hier seid und mehr über ESO oder andere Spiele wissen möchtet, dann könnt ihr ja mal den Kanal abonnieren. Dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen, ciao ciao, euer Zapp.